Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe meine Kamera zu Hause vergessen, deswegen muss kurz das iPhone herhalten. Ich bin auf dem Weg zum Markt. Ich wollte ein bisschen was einkaufen für heute Nachmittag. So eine Vespa-Platte nennt man das bei uns. Ich weiß nicht, ob man das in ganz Deutschland so nennt. Auf jeden Fall Wurst und Brot und Käse. Und dann wollte ich noch beim Buchladen vorbei. Da habe ich nämlich ein paar Bücher bestellt, die ersten Weihnachtsgeschenke. Und die wollte ich jetzt abholen. Und ich zeige euch dann nachher, was ich gekauft habe. Und ein paar Bücher tatsächlich. Ja, kleine habe ich auch eingepackt. Und wir genießen das milde Wetter heute. So, hier die kleine Ausbeute vom Markt. Ich habe zweimal Hirschsalami mitgenommen. Die eine ist aber schon für Weihnachten. Wahrscheinlich für meine Oma. Und dann einmal Käse, Gruyère, dazu Trauben für heute Nachmittag. Das Brot, das Klosterbrot, das riecht so gut. Ich liebe Brot mit Butter und Salz. Wenn das Brot ein gutes Brot ist, braucht man eher nicht. Und dann habe ich noch zwei Kreppel mitgenommen. Und die Buchausbeute zeige ich euch später. Ja, und ansonsten wegen Corona ist natürlich alles kacke. Ich musste jetzt auch für November meine Lettering-Workshops absagen. Was sehr ärgerlich ist, weil ich mich schon sehr darauf vorbereitet hatte und Materialien bestellt habe und so. Das kann ich auch nächstes Jahr noch verwenden. Generell finde ich es nämlich eigentlich ganz gut, dass sie das gemacht haben. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mich gewundert hatte, dass sie schon so früh Lockerungen zugelassen haben und Reisen zugelassen haben und so. Fand ich eigentlich nicht so gut. Ja, und wenn das bedeutet, dass wir vielleicht Weihnachten dann wenigstens halbwegs normal feiern können, dann nehme ich das gerne in Kauf, dass jetzt im November alles zu ist. Mir tut es halt für die Betroffenen leid, die jetzt darunter beruflich einfach leiden. Also die Veranstaltungsbranche und die Gastronomen und so. Super blöd, jetzt das Weihnachtsgeschäft da zu verpassen im November. Und da kann ich auch verstehen, wenn die sich ärgern. Andererseits finde ich es einfach richtig, dass man guckt, das kleinere Übel zu wählen. Ich meine, das ist jetzt nur ein Monat, wo man kann ja noch einkaufen gehen, jetzt haben ja alle Geschäfte auf. Also man kann halt nur nichts essen gehen und keine Veranstaltung besuchen. Für Privatleute finde ich das, wie gesagt, absolut in Ordnung. Mir tut, wie gesagt, nur die Branche leid. Aber ja, es gibt durchaus Schlimmeres, als einfach einen Monat lang zu Hause zu bleiben. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dann nächstes Jahr besser wird. Und dann würde ich einfach sagen, nutzen wir den November, um uns auf Weihnachten vorzubereiten und viel zu Hause schon zu machen und so. Ist sowieso so eine dunkle Jahreszeit, wo man eh nicht viel rausgeht. Also von daher, ich finde das nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich finde es gut, dass wir es so machen. Naja, ich werde jetzt noch Kürbissuppe kochen. Ich zeige euch gleich noch, gestern war eine Freundin da und wir haben Kürbisse geschnitzt. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Kürbis. Den zeige ich euch gleich noch. Und heute gibt es zu Halloween Kürbissuppe und dann reicht es mir auch erstmal mit Kürbis. Ich kann keinen Kürbis mehr sehen. Ich liebe ja eigentlich Kürbis. Aber ich habe jetzt im Oktober so viel mit Kürbis gemacht, dass es mir jetzt dann doch langsam zum Hals raushängt. Aber heute zu Halloween muss es nochmal sein. Dann gibt es Kürbissuppe. Aber heute Nachmittag gibt es erstmal Vespa-Platte. Und dann schmücke ich noch ein bisschen. Ich bin überhaupt nicht so der Halloween-Typ. Aber auf Kürbisschnitzen habe ich immer Lust. Und jetzt will ich den natürlich auch schön dekorieren für heute Abend. Bin mal gespannt, ob die Kinder vorbeikommen. Die letzten 3 Jahre ist niemand vorbeigekommen. Ich hatte immer Süßigkeiten zu Hause. Ich musste die dann alle selber aufessen. So ein Mist aber auch. Und ja, ich habe aber heute auch Süßigkeiten da, falls Kinder kommen. Ja, und ansonsten machen wir es uns gemütlich. Ich will heute unbedingt noch Nightmare Before Christmas gucken. Das mache ich auch immer an Halloween. Mal gucken, ob die Kleine mich lässt. Aber aktuell ist sie ganz gut drauf, obwohl sie Zähne kriegt. Die arme Maus. Aber sie schlägt sich tapfer. Ich bin ganz froh, dass sie jetzt Zähne kriegt, weil ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Sie ist jetzt nächste Woche 8 Monate alt und ich hatte immer so gelesen, zwischen 6 und 8 Monaten kommen die ersten Zähne und es kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. Und sie hat aber schon die ganze Zeit so, wollte immer schon kauen und so. Und ja, wir haben uns schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Völlig zu Unrecht, wie sich herausgestellt hat. Vor 2 Tagen haben wir dann entdeckt, dass da sowas Weißes durchscheint. Und jetzt mal gucken, wie lange es dauert, bis sie dann draußen sind. Aber aktuell schlägt sie sich sehr gut. Sie schläft ein bisschen mehr als sonst. Aber sonst ist sie sehr zufrieden. Sie kann ihn sich jetzt auch schon so ein bisschen hochziehen. Sie ist super süß. Ja,
nimmt auch immer meine Hände und lässt sich dann so hochziehen. Das soll man ja nicht machen, aber ja, wenn sie zu sehr meckert, dann kann ich nicht Nein sagen. Naja, jetzt mache ich erstmal den Kürbis klein und dann zeige ich euch meinen geschnitzten Kürbis. So, die Ecke habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, aber jetzt steht hier meine Kürbislaterne. Ist er nicht süß geworden, der kleine Jack? Ja, und hier oben habe ich auch noch so zwei Kürbisse angemalt. Meine Geister. Und hier ist auch so, hab ich so ein paar Blätter angemalt. Das habe ich mal auf Instagram gesehen. Fand ich richtig süß. Ja, und wenn es dann dunkel ist, dann sieht das bestimmt richtig süß aus. Gruselig ist es ja nicht unbedingt. Ich habe übrigens bei Amazon fürs Kürbisschnitzen hier so ein Kürbisschnitzset für 10 Euro gekauft. Und es hat sich absolut gelohnt. Es war sehr viel einfacher als mit nur so einem Messer. Kann man viel feiner arbeiten. Also so als Tipp für nächstes Jahr, falls ihr auch Kürbis schnitzen wollt, kann ich das sehr empfehlen. So, hier ist jetzt unsere Brotzeit. Yummy. Hier ist das Brot. Und hier ist nochmal so Saft, den haben wir von einem Bekannten bekommen, aus eigener Traubenernte. Die Trauben, Wurst, Birne, Käse, Butter. Und der Freund macht jetzt noch einen Kaffee und dann lassen wir uns das schmecken. Heute ist Dienstag. Ich habe mich die letzten zwei Tage nicht gemeldet. Ich hatte nämlich mega Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was das ist. Weil normalerweise, wenn ich Kopfschmerzen habe, ich nehme sofort Kopfschmerztabletten, weil ich mir so denke, ich lasse mir davon nicht den Tag versauen. Und es hat aber nichts geholfen. Wir haben die Kopfschmerztabletten nicht geholfen. Und das ist noch nie passiert in den letzten Jahren. Und gestern war es dann so schlimm, dass mir übel geworden ist. Und ich hoffe, dass nicht meine Migräne zurückgekommen ist. Ich habe nämlich als kleines Kind mal Migräne gehabt. Oder das heißt als kleines Kind, als Jugendliche, glaube ich. Nicht wundern, meine Tochter knistert hier. ja, habe als Kind Migräne gehabt und ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder zurückgekommen ist. Kann ich gut drauf verzichten. Heute ist ein bisschen besser, aber ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich hoffe, dass das dann im Laufe des Tages weggeht. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall wollte ich euch meine Buchbestellung zeigen. Gestern ist das letzte Buch angekommen. Ich habe ja gesagt, das eine Buch habe ich... ich glaube, ich hatte es erwähnt, dass ich das eine Buch nicht in der Buchhandlung bekommen habe. Das habe ich nur noch online gefunden. Also falls euch das Buch interessiert, dann müsst ihr, glaube ich, schnell sein. Das ist relativ schnell vergriffen gewesen. Ich weiß gar nicht, von welchem Jahr das ist. Auf jeden Fall ist es vom Ullstein Verlag und geht über Astrid Lindgren und Luise Hartmann. Luise Hartung. Ich weiß nicht, ob ihr Luise Hartung kennt. Das ist, glaube ich, eine deutsche Sängerin. Und die zwei waren befreundet und haben Briefe ausgetauscht. Und die sind hier drin abgebildet. Und daran kann man so die Freundschaft erkennen. Und die haben sich spannende Fragen gestellt, immer gegenseitig und so. Finde ich sehr schön für Astrid Lindgren-Fans. Und wer ist kein Astrid Lindgren-Fan? deswegen finde ich das mega schön zum Verschenken. Und wie gesagt, müsst ihr wahrscheinlich online bestellen. In unserer Buchhandlung konnte man das nicht mehr bestellen. Dann ein Buch, was man jedem schenken kann, wenn man nicht weiß, was man schenken soll. Muss natürlich lesen. ist das Buch What If? Was wäre wenn? Und zwar beschäftigt sich da, glaube ich, ein Physiker. Genau, ein Physiker mit Fragen, wie zum Beispiel, wann wird Facebook mehr Profile von Toten als von Lebenden erhalten? Was würde passieren, wenn man in ein Abklingbecken für verbrauchte Brennelemente springen würde und so? Also der recherchiert das tatsächlich wissenschaftlich und beantwortet das dann. Es ist jetzt also nicht so scherzhaft gemeint, sondern es ist tatsächlich ernsthaft beantwortet. Und gerade das finde ich irgendwie ganz spannend. Klingt also jetzt nach sehr einfacher Lektüre, ist aber gar nicht so einfach, weil da so ein paar Begriffe manchmal dabei sind, die einen herausfordern. Deswegen ist jetzt nicht was für jemanden, der nicht so gern liest. Ja, und auch ein Buch, was man jedermann schenken kann, ist dieses hier, Factfulness,
von Hans Rosling, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das klingt jetzt, glaube ich, sehr negativ. Es ist aber genau das Gegenteil. Es ist ein sehr positives Buch. Hinten steht auch von Barack Obama, Factfulness ist ein Buch, das Hoffnung macht. Und so ist es auch. Denn wir sehen ja die Welt immer super schlecht und sehen immer das Negative in der Welt. Und hier drin wird erstmal gezeigt, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, sondern dass sie besser ist als je zuvor. Und das halte ich ein bisschen auf und finde ich gerade in der heutigen Zeit ein super Buch zum Verschenken. Das pusht einen so ein bisschen wieder in die positive Richtung. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, kann man Leuten schenken, denen man nicht weiß, was man schenken soll. Was man auch immer gut verschenken kann, finde ich, sind Klassiker. Habe ich jetzt zum einen gekauft, Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Hier gibt es hier so eine super schön gebundene Ausgabe von. Finde ich super schön zum Verschenken. Wie gesagt, Klassiker gehen immer. Ein anderer Klassiker, der auch immer geht, ist von Hermann Hesse, Narziss und Goldmund. Es gibt ja unglaublich viele Klassiker und das, finde ich, darf halt sowieso in keinem Bücherregal fehlen. Deswegen muss man halt gucken, ob die Person das schon hat oder so. Aber ansonsten kann man das gut verschenken. Ist auch nicht so teuer. Und auch nicht so teuer, so gut für so ein kleines Geschenk oder zum Dazugeben, ist das hier. Auf ein Gläschen Kneipengeschichten von Simon Carmiggelt oder Simon. Die besten Geschichten aus Amsterdams Kneipen. Ein großes Welttheater auf kleinem Raum, also finde ich ganz süß. Ich habe mal reingelesen, so 2, 3 Geschichten finde ich ganz, ganz unterhaltsam und wie gesagt, finde ich gut als kleines Geschenk oder so. Wenn man irgendwie Spirituosen verschenkt, dann kann man das dazulegen. Kann man so gut mal so zwischendurch lesen, ist jetzt nicht unbedingt was für Vielleser. Ich habe das einfach in der Buchhandlung gesehen, kurz reingelesen und fand das ganz süß. Und das letzte Buch, das habe ich selber ehrlich gesagt nicht gelesen, das wurde mir in der Buchhandlung empfohlen, Der Wal und das Ende der Welt. Die Frankfurter Neue Presse hat geschrieben, eine erstaunliche Vorwegnahme. Es geht nämlich um eine Epidemie und eine globale Krise. Also, glaube ich, genau das Gegenteil zu dem Factfulness-Buch. Es ist aber ein Roman, also ist jetzt kein irgendwie Sachbuch oder so. Ich kann ja mal den Text vorlesen. Erst wird ein junger Mann angespült und dann strandet der Wal. Die 307 Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort, hier beginnt etwas Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie essentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze Land und vielleicht die ganze Welt, weil alles mit allem zusammenhängt. Ja, hört sich sehr nach unserer aktuellen Lage an. Ja, wurde mir empfohlen. Ich weiß noch nicht, ich weiß gar nicht, wem ich das schenken will. Ich habe ehrlich gesagt zu viele Bücher gekauft. Aber wie gesagt, ich finde halt Bücher eine schöne Idee, wenn man nicht weiß, was man schenken soll. Oder auch wenn man weiß, was derjenige mag, dann Bücher schenken. Und das habe ich halt einfach so mitgenommen. Ich finde, ich habe immer gerne irgendwie ein Buch zu Hause, was ich gerne verschenke. Oder auch Gutscheine, wenn derjenige nicht liest. Und ja, wenn ich es nicht verschenke, dann lese ich es einfach selbst. Das war so mein kleiner Bücherhaul. Das waren so meine ersten Weihnachtsgeschenke. Ich bin ganz stolz, dass ich dieses Jahr so früh angefangen habe. Ich werde jetzt die nächsten Wochen noch die restlichen Weihnachtsgeschenke besorgen. Ich weiß bei fast allen dieses Jahr, was ich ihnen schenke. Diesmal ist genau umgekehrt. Denen, bei denen ich sonst immer weiß, was ich ihnen schenke, das fällt mir dieses Jahr am allerschwersten. Aber wenn ihr mögt, kann ich euch ja mal so ein Weihnachtsgeschenke-Ideen-Video drehen. Ich finde es immer ganz hilfreich zu sehen, was andere so verschenken. Das bringt einen manchmal auf Ideen, die man selber nicht hat. Man hat ja doch immer, glaube ich, die gleichen Ideen. Und ich liebe ja Schenken. Ich liebe auch beschenkt zu werden, aber ich liebe noch mehr Schenken. Ja, und ich nehme mir dafür auch mal gerne Zeit, das dann alles so rauszusuchen und zu verpacken und so. Da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt werde ich ein bisschen Haushalt machen und nachher sind wir noch bei meiner Mama verabredet zum Mittagessen. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, was ist heute für ein Tag? Donnerstag, glaube ich. Ah, schlimm. Ja, es ist Donnerstag und es ist eiskalt. Hier, die Scheiben sind sogar beschlagen. Und das erste Mal dieses Jahr. Beziehungsweise jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Deswegen musste ich auch so einen dicken Pullover anziehen. Ja, und eben als ich mir einen Zopf gemacht habe, ist mir wieder aufgefallen, dass hier meine Haare, die mir ausgefallen sind nach der Schwangerschaft, nachwachsen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Da so ein bisschen. Und ich freue mich, dass sie nachwachsen, aber es sieht halt total bescheuert gerade aus. Ich bin ja sowieso ein bisschen unzufrieden mit meinen Haaren aktuell, weil ich sie immer nur als Zopf tragen kann. Ich trage aber nicht so gerne Zopf oder Dutt.
weil Zopf finde ich so super schwer. Da kriegt man so Kopfschmerzen mit so langen Haaren. Also ich kriege immer Kopfschmerzen. Und Dutt sieht halt immer so Moody-mäßig aus. Ja, aber offene Haare ist halt super unpraktisch mit der Kleinen. Tschüss übrigens. Man merkt überhaupt nicht, dass sie Zähne kriegt. Zumindest tagsüber nicht. Sie ist super zufrieden. Ja. Naja, ich wollte heute vielleicht in den Baumarkt fahren. Ich habe ja schon länger vor, den Flur neu zu machen. Und ich dachte jetzt, bevor Weihnachten kommt im Dezember, mache ich es nochmal so richtig final gemütlich und gehe den Flur an. Und da wollte ich heute mal in den Baumarkt fahren und nach Farbe gucken. Ich suche sowas beige, ja eher beige als grau. Grau haben wir im Schlafzimmer, das gefällt mir ja nicht so gut. Hätte ich auch gerne neu, aber Schlafzimmer lasse ich, glaube ich, dieses Jahr. Ja, aber den Flur, das hätte ich gern noch. Ja, und dann werde ich mal gucken, ob die gescheite Farbe da haben, was ich mir so vorstelle. Und dann vielleicht mache ich das am Wochenende oder so. Warum fokussiere ich das hier nicht? Ja. Ne? Ja. Und ansonsten passiert hier heute auch nicht viel Spannendes. Heute Nachmittag gehen wir vielleicht nochmal zu meiner Mama. Weil mir fällt so ein bisschen immer die Decke auf den Kopf mit ihr. Ich weiß dann irgendwann nicht mehr, was ich mit ihr machen soll. Und sie freut sich immer so, wenn sie ihre Oma sieht. Deswegen ist es immer so der Notfallplan, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen. So, jetzt mache ich ein bisschen Haushalt und nachher nehme ich euch dann vielleicht mit zum Baumarkt. Hello, leider lief im Baumarkt gerade Musik. Oh, die Kleine weint. Leider lief im Baumarkt gerade Musik, deswegen konnte ich euch nicht mitnehmen wegen GEMA und so. Ich bin aber fündig geworden und vielleicht könnt ihr ja dann im nächsten Vlog schon sehen, für was ich mich entschieden habe, welche Farbe. Ich fahre jetzt nach Hause und am Wochenende vielleicht schaffe ich es schon, da den Flur neu zu machen. Ich freue mich schon. Bin selbst sehr gespannt, wie es aussieht. Ich kann mir das zwar mal ganz gut vorstellen, aber am Ende ist es halt doch immer was anderes, wenn man es dann mit eigenen Augen sieht. Ich freue mich jedenfalls sehr. Und jetzt fahre ich nach Hause und hoffe, dass die Kleine einschläft. Die ist nämlich ein bisschen müde und knatschig.